So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker Version 3.0. Und letztes Mal haben wir uns von oben nach unten, arbeiten wir uns langsam in meiner Liste durch. Das heißt, die neuen Level haben wir wahrscheinlich jetzt schon wieder raus. Aber ich will ja auch die alten, die hier noch übrig sind, Stück für Stück ein bisschen spielen. Sowas wie Boost Bowl lasse ich jetzt erstmal aus. Ich möchte so ein paar, ich sag mal, individuellere, wie zum Beispiel das hier von Fabi. Das ist jetzt zwar was, was einfach so mal zwischendurch reinsticht, anscheinend auch nicht sehr schwierig ist. Und guck mal, er macht ja auch ne Super Mario World Project. Er könnte das jetzt, beziehungsweise, nee, könnte er nicht, weil er ja nur bei einem Projekt mitmacht. Das heißt, es ist ja nur ein Einzellevel. Das wäre dann wieder was. Stimmt. Das wäre dann wieder was, das funktioniert noch nicht, dass man als Gruppe wahrscheinlich eine Welt erstellen kann. Dass man sagt, Spieler A bringt bringt sein Level 1 ein, Spieler B bringt sein Level 3 ein und so weiter. Das geht, glaube ich, noch. Ja, ist gut, es wird auch wahrscheinlich kein. Naja, sie sagen, es gibt kein Major-Update mehr. Vielleicht gibt es noch kleinere Updates. Aber was mir auch gerade so auffällt, dass sie sagen, das ist das letzte große Update. Das bedeutet im Endeffekt, wir kriegen keine Custom-Musik mehr. Was ich ja gehofft hatte eigentlich. Ich meine, der Welteneditor ist auch super cool. Gar keine Frage. Aber ich habe ja schon so ein bisschen immer die Hoffnung gehabt, dass sie doch eine gewisse Ansammlung an, was weiß ich, Zelda-Soundtrack, vielleicht ein bisschen Kirby, bisschen Donkey Kong oder so, dass sie das einfügen noch. Ich meine, vielleicht machen sie das in einem kleinen Update oder es gibt ein extra Musik-Update irgendwann. Sie sagen ja nur, es ist das letzte große Update. Auch Nintendo kann seine Meinung ändern. Machen sie ja sonst nie. also vielleicht kommt ja sowas. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich hätte gerne Custom-Musik. Aber wahrscheinlich haben wir da eher Pech gehabt. Schönes Level. Auch wenn ich dabei gequatscht habe, ich habe schon aufs Level auch geachtet. Wir gucken rein. Wir gehen einfach alles Stück für Stück durch. Wir machen es so wie das letzte Mal. Ich spiele es aber nicht lange. Ja, ich gucke immer nur kurz rein. Und dann weiß ich schon grob, was mich da erwarten könnte, wenn ich dem mal einen Part widmen sollte. Nice. Auch das wieder ganz knappe Geschichten hier. Oh boy. Ich komme nicht über die erste Säge. Ah. Ich komme nicht über die erste Säge. Ich werde praktisch hier wegrasiert. Entschuldige mich dafür, aber ich krieg's nicht hin. Okay, lassen wir das. Ah. Ach, Rasierer. Brick Puzzle Tower von Maddie. 1,16. Na gut, wir gucken mal rein. Ich will mehr Custom-Musik. Es ist zu wenig. Es ist viel zu wenig Musikauswahl. Wisst ihr, ich würde ja am liebsten einfach Musik aus, ja? Ton an natürlich. Also die Sounds brauche ich zum Spielen, klar. Aber dann. Wait, soll ich hier einen. Soll ich dann einen Shelljump machen? Oder ist es wirklich ein Puzzle und man kann es anders lösen? Oh, warte mal. Ich kann den ja wieder herlotsen.
dann macht er da oben kaputt. Und dann mache ich da kaputt. Scheiße. Stopp. Okay. Und dann mache ich da kaputt. Ja, es würde funktionieren. Es würde funktionieren, wenn ich nicht dumm wäre. Okay. Dann lassen wir jetzt erstmal den Kollegen hier runter. So. Dann schicken wir den hier rüber. Hallo? Wieso ist der denn jetzt ange... Ah, jetzt. Dann schicken wir den hier rüber. Dann machen wir hier auf. Komme ich da schon? Ah, das reicht, glaube ich, auch. Ich glaube, dann komme ich sogar hoch. Es würde reichen, wenn ich nicht dumm wäre wie Brot. Mann. Woher kommt eigentlich der Spruch dumm wie Brot? So, Brot ist nicht dumm. Brot hat keine Persönlichkeit. Oh, ich bin ja lost. Ich will aber eigentlich... Ich wollte eigentlich die zweite Lücke öffnen. Weil jetzt mache ich den gleichen Quatsch. Oh. Stopp! Okay. Und hopp! Und nein, da komme ich da nicht. Ich will halt beide Lücken. Ich will eigentlich beide offen haben. Das wäre am besten. Ich glaube, das wäre optimal. Wenn ich beide offen hätte. Dann muss ich den aber praktisch wieder stoppen. Ja, tschüss. Weil ich glaube, so ist es nicht gedacht, wie ich das gerade mache. Aber so ähnlich. Yes! Yes! Okay. Und jetzt muss ich... Die kommen gleichzeitig. Ich muss erst den unteren antriggern und dann den oberen. Jetzt macht er mir hier auch eine Lücke und dann... Oh Gott! Puh! Und dann kann ich jetzt hier hoch. Okay. So, hier ist offensichtlich ein Power-Up. Oh. Oh boy. Okay, aber der interessiert mich nicht mehr. Okay. Ich finde die Idee super cool, wie das gebaut ist. Hallo. Die explodieren von selber, ne? Das ist jetzt aber nicht gut. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Das ist gerade gar nicht gut. Was da passiert. Weil wenn die da explodieren, fallen die runter. Und dann kann ich die hier nicht mehr... Ah. Wie soll ich den jetzt da rausziehen? Oh mein Gott. Oh yes! Ich hab's gebracht! Ich hab's gebracht! Oh mein Gott, das war super Glück. Wait. Oh, oh mein Gott, das kann ich jetzt komplett versauen, ne? Okay, das muss reichen. Das muss passen. Ich traue mich nicht mehr wegzumachen. Oh. Oh shit, ich glaube, ich hab's... Oh nein. Ich glaube... Ah, ich weiß nicht, ob ich es falsch gemacht habe. Ob ich den P-Switch hätte später drücken, weil ich wäre ja hier auch so hochgekommen. Ich muss den P-Switch... Ich hätte ihn da oben irgendwo drücken müssen, ne? Oh nein, ich glaube, ich hätte den nicht da drücken dürfen. Ich bin mir noch nicht sicher, wir werden sehen. Aber ich glaube, ich hätte ihn nicht da drücken dürfen. Oh oh. Hier hätte ich ihn drücken müssen. F. F. Ah, ich kann neu starten. Ich habe keine Chance mehr.
Oh, verdammt. Ich habe nicht an die Springboards gedacht, die ich mitnehmen kann. Aber wir kommen schon recht hoch. Ach ja, das war der Blödsinn jetzt. Ja, da. Lol. Aber das ist genau die Lücke, die ich eigentlich weghaben wollte, weil dann ist der Sprung hier hoch am angenehmsten. Genau deswegen. Genau das war der Grund. So, jetzt warten wir ein bisschen, den anzutriggern, dann ist die Lücke auch nicht so groß. Oh. Sogar unangenehmer als vorher, aber es passt. War es dann gar nicht gut zu warten, um den anzutriggern? Ja, war nicht gut, weil der gegen die Wand eher prallt. Das heißt, da ist ja nochmal ein Delay, was dadurch entsteht. Ei, ich bin blöd. Da ist ja nochmal ein Delay. Das heißt, je schneller ich den antriggere, umso größer ist die Lücke. Ja, okay. Bin ein Dumm. So. Gut. Der Teil hier war einfach. Das ist kein Problem. Und jetzt kommt schon die Bombe, ne? Ja, jetzt kommt schon die Bombe. Jetzt weiß ich ja, was kommt. Jetzt bin ich auch vorbereitet. So. Na, jetzt ist das alles kein Problem mehr. Jetzt weiß ich auch, dass ich hier erst die Springboards hinlegen muss und den ganzen Weg hier vorbereiten sollte. Das war ja vorher, war mir das ja nicht bewusst. Da habe ich gedacht, ich muss mit dem P-Switch hier hochkommen, weil ich nicht an die Springboards gedacht habe. Das ist eigentlich schon cool gebaut. So, und dann muss ich nämlich hier das Springboard setzen, weil hier, wenn ich den P-Switch drücke, kann ich ja runterfallen. Dann passiert mir da ja nichts. Und das muss ich hier lassen, weil sonst komme ich da nicht hoch. Wobei ich mir eine Bombe hier hinsetzen... Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ist okay. Wir müssen es jetzt nicht übertreiben. So. Und so. Wir haben genau einen Shot. Oh Gott, muss ich das jetzt timen oder was muss ich tun? Oh. Ja, aber... Habe ich schon wieder Quatsch gemacht? Muss ich hier immer noch den P-Switch aktiv haben? Ich muss hier immer noch den P-Switch aktiv haben, ne? Mit dem Springboard muss ich wahrscheinlich auf die 10. Ach, shit. Okay. Also das ist ein Puzzle, ne? Da möchte ich jetzt schon ein bisschen rumrätseln. Ich hoffe, ihr möchtet mit mir miträtseln. Allerdings möchtet ihr nicht mit mir mitfailen. Aber es ist ein bisschen ein, na, nicht ganz so schön designtes Puzzle. Ich weiß nicht. Weil du teilweise halt erst nachher weißt, was du hättest tun sollen, wenn es zu spät ist.
So, könnt ihr ja entscheiden. Hättet ihr das jetzt genauso gemacht wie ich oder hättet ihr gesehen, was man tun muss automatisch? So, mir war es nicht klar, hundertprozentig. Ich muss immer erstmal sterben, bis mir bewusst ist, was ich hätte tun sollen. Aber gut, das ist vielleicht auch eher mein Problem. Und das Problem ist halt hier wieder, es läuft innerhalb einer P-Switch-Zeit, diese Entscheidung. Und wenn der P-Switch abgelaufen ist, ist halt vorbei. Du hast halt keine Reset-Möglichkeit. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber ansonsten ist es okay. Und ich kann jetzt halt, naja, ich kann halt noch nicht hochgucken. Ich weiß halt nicht, was genau hier abgeht. So, komm her. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Das gefällt mir nicht. So schon. Ja, wobei. Ja, so müsste es passen. So. Und jetzt ist da ein neues Springboard. Ah. Wieso bin ich mit dem nicht. Hä? Wieso bin ich mit dem vorhin nicht höher? Jetzt ist es offensichtlich gewesen, aber vorhin war es das irgendwie nicht. Aus, weiß ich nicht, für Gründen. Ja, und jetzt? Ah, ich komme einfach so hier hoch. Oh, Junge. Der fällt zum Glück nicht runter und der schießt zum Glück nur Münzen. Muss ich jetzt mit dem Cooper da hoch? Das geht doch gar nicht. Ja, das reicht nicht. Muss ich jetzt einen Shelljump machen? Können wir bitte nicht? Es wäre möglich, aber... Ach so, ja gut, ich kann halt auch einfach... Ja, so eine Lücke hier reinreißen. Ich hoffe, ich brauche den Pilz nicht mehr. Ich wette, ich brauche den Pilz noch. Ich brauche den Pilz noch und ich hätte jetzt von unten nicht mal wissen können, welche Lücke ich hier hätte erstellen dürfen. Oh boy, da wollte ich nicht raus. Ich habe mich gesoftlockt. Muss ich die Zeit abwarten? Nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Nee, das ist... Es ist... Ich würde gern... Ach, es ist nicht ganz so schön designt. Finde ich. Was sagen die Kommentare? Ja. Ja. Ob das die gleiche Stelle ist, wir wissen es jetzt nicht. Wir können es jetzt nicht sehen. Aber man hat hier halt sehr viele Möglichkeiten, sich zu softlocken. Das ist das Problem. Hä? Einfach mal Eigenwerbung, alles klar. Das Softlock aber auf dem Blue Pipe. Ja, das ist es halt. Okay, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine, da bin ich schon zufrieden. Einfach noch mehr Highwonder. Wie viel Highwonder hast du gebaut, während ich nicht gespielt habe, Rassierer? Können wir nicht? Find the keys. Ja, wir gucken mal rein. Oh my goodness.
Oh my goodness. Was ist das da eigentlich für eine Tür, die in den Tod führt, wenn man... Hä? Ich will das nicht. Wahrscheinlich, wenn man nicht beide Schlüssel hat oder so. Ja, wenn man nicht beide Schlüssel hat, muss man ja in den Tod gehen. Ich weiß jetzt wieder nicht, wie es hier mit den Hit-Dingern ist. Nee. Nee. Nix für mich aktuell. Nix für mich aktuell. Der Mori. Das würde ich eher als Abschluss machen. Throwback Thursday. Ach du Scheiße. Wir gucken rein. Ach so. Es ist so ein Level. Man kann es in 30 Sekunden schaffen, okay. Aber das Schöne ist, es ist ein Level, es ist so, ist es mir viel lieber als die Level, wo man nicht springen darf. Hier darfst du praktisch nicht landen. Das macht einen großen Unterschied spielerisch aus. Und es gibt zum Glück schöne... Indikatoren hier. F. Ich hätte... Hä? Oh, ich muss da oben. Okay. Andere Richtung. Er muss die drücken. Dann hole ich mir da oben. Ist die Shell fest? Oh, da muss ich. Oh, da muss ich aber aufpassen. Und dann muss ich mit der Shell im Prinzip hier weitermachen. Ja, jetzt geht sie in die falsche Richtung. Aber dann würde es hier weitergehen. So. Und jetzt? Wie geht's denn dann weiter? Irgendwie so und dann, ja, und dann so holen. Okay, dann geht er hier auf. Ah, da ist noch eine. Dann schicke ich die beide dahin. Aber ich muss die sofort losschicken. Irgendwie. Na, ich krieg hier eine, die schicke ich, ich krieg hier eine, die schicke ich weg. Ja, und dann? Dann lande ich aber ja trotzdem hier unten.
Ja, den Teil habe ich noch nicht ganz verstanden. Den Teil habe ich noch nicht ganz verstanden. Medi war der Celeste-Ersteller, deswegen die, das Medi-Fan-Level, das Celeste-Fan-Level an der einen. Jetzt weiß ich, warum der das als Werbung dahin gesetzt hat, weil das der Ersteller, ja. Ach, da unten ist ein Mole. Okay, also nochmal. Ich kann es ja, glaube ich, noch alles, simulieren. Ich wollte jetzt nicht aufsetzen, ne? Aber ich würde den hier losschicken. Dann würde die zweite Shell den hier auch auslösen. In der Zwischenzeit wäre ich aber auf den hier schon draufgesprungen und würde dann von dem aus mit praktisch Sprungphysik hier oben landen. Okay, verstanden. Und dann geht es von hier aus weiter. Hier hin. Hier hin. Da hätte ich jetzt eine Shell bekommen. Mit der ziehe ich hier hoch. Mach das hier weg. Dann fällt die runter. Dann muss ich mit der noch das hier wegmachen. Und dann muss ich dadurch noch ins Ziel kommen. Boah, es ist schon eine Menge. Es ist schon eine Menge. Okay. So, das muss jetzt halt sitzen. Ja, jetzt hätte ich die losschicken müssen, ne? Das ist das Problem. Jetzt habe ich die nicht losgeschickt. So, trotzdem können wir ja mal weiter gucken. Da muss ich einen kleineren Sprung irgendwie ansetzen. Da muss ich einen kleineren Sprung ansetzen. Danke. Genau das wollte ich. Oh, man kann so schnell verhauen hier. Losgelassen. Okay. Oh, ich dachte schon. Oh Gott, ich habe, glaube ich. Ich hasse alles. Die Dinger rechtzeitig zu erwischen, das, ja. Die Dinger rechtzeitig zu erwischen, das ist echt noch ein Problem. Die Dinger rechtzeitig zu erwischen, wird schwierig. Vielleicht habe ich da auch noch nicht die richtige Sprungphysik, ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich da noch einen Fehler und komme irgendwie anders höher. Das kann natürlich sein. Ich hasse es, dass er in die falsche Richtung manchmal schießt, wenn ich trotzdem nach links drücke. Was ich anscheinend nicht fest genug tue. Oh, come on.
So. Zack, weg. Zack, weg. Das war zu schnell, oder was? Boah, die Stelle ist so kritisch. Nee. Oh Mann, ich will nicht mehr. Ich krieg's nicht hin in der Zeit, die ich mir geben möchte. Ah, vielleicht im nächsten Part nochmal mit Spielmaster das Level von Devori zum Abschluss. Nochmal schöne Musik zu Linkin Park From the Inside. Let's go. Ich bin still. Sorry. Schlüssel. Da ist mein Schlüssel. Wäre ich fast wieder in die Röhre gegangen. Uff. Ja, RIP Chester. Ich wollte es schon noch sagen, aber... Ach ja. Aber Devori hat es dann für uns übernommen. Sehr schön. Was ist euer Lieblingslied von Linkin Park? Schreibt es in die Kommentare. Von den alten, würde ich sagen, war es noch Breaking the Habit. Das ist eins, das könnte ich immer wieder hören. Und dann kann man ja aber, ja, die neuen in Anführungszeichen, wo ich jetzt an 2007 und so denke. Ich weiß jetzt wieder nicht, wie es heißt. Irgendwas mit No More Sorrow oder so? Ich glaube, so ähnlich. Das ist auch großartig. Naja, wie auch immer. Danke fürs Zuschauen und tschüss.